Hi, ich bin der Günther, ich mach's ja, Bruder. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther The Broken Story im Hauptspiel. Die letzte Folge war vielleicht teilweise leicht salzig meinerseits. Gut, dass ich gerade mal reden kann, ohne dass die Hintergrundmusik mich übertönt, weil gerade keine spielt. Sorry, nochmal deswegen, aber das ist in diesem Projekt so und ich kann nichts machen. Ich kann die Musik nicht leiser stellen, als sie ist. Und mein Mikrofon habe ich schon aufs Maximum hochgeballert. Und um das mal so im Vergleich zu haben, in meinen normalen Videos, nehmen wir jetzt mal Team Himmel als Beispiel, ist mein Mikro auf der Hälfte. Ja. Spielen wir weiter in der Hauptstory. Letztes Mal konnten wir Gengar nicht besiegen, weil ich die Attacken nicht dabei hatte, was mich leicht salty gemacht hat. Dieses Mal schon. Hoffe ich. Dazu ist immer noch Level 10. Pokémon Gengar, Send Out Gengar. Und ja. Und diesmal habe ich Donnerblick zum Ladefördern. Horrorblick, ich kann nicht mehr flüchten, wirklich nicht. Mit meinem Ladefördern wird es leicht. Jetzt wird mein Donnerblitz dir live auf die Schnauze geben. Lauter reden kann ich übrigens auch nicht. Ansonsten hassen mich alle meine Nachbarn. Sehr schön. Oh. Und ich kann mich zurückziehen. Ich schlafe, Leute. Schlecker, der einzige Angriff, den ich den kann. Letztes Mal, als ich mich versucht habe zu töten, war ich doch nur ein Level niedriger. Und das hat mich trotzdem in zwei Hits rausgenommen. Wie kann das sein? Ja, oh, er verfällt sogar, ansonsten hätte er jetzt meine AP gesenkt. Hallo. Geht anscheinend nicht, wenn ich mich angreife. Sag mal, wie lange noch? Der Typ greift ja nicht mehr an. Danke. Ja, wegen dem 10. Ladevorgang reicht's nicht. Noch ein Schlecker, sehr schön für dich. Letztes Mal hast du nur mit einem mehr gemacht als mit diesen zwei. Das war's dann mal so hier komplett. Das war keine gute Leistung, Gengar. Mal im Ernst, und letztes Mal hatte ich einfach keine Attacke, mit der ich ihn treffen konnte und hab deswegen dann verloren. Ich meine, ich freue mich ja über die Level, ich hätte vielleicht auch Anton reinswitchen sollen. Alter, der hat so viel gegeben, das könnte noch ein Level sein. Ich hätte auf jeden Fall Anton reinswitchen sollen. Ja. Drei Level. Noch ein viertes, oder? Nee. Es wäre ja auch irgendwie möglich gewesen, den Bosskampf zu skippen. Fragt mich nicht genau wie. Aber ich kann mir vorstellen, dass man Gengar irgendwie von einer anderen Seite anspricht. Oh. So. So hätte man den Kampf einfach skippen können. So, wir sind hier, um dich zu retten, Wurmple, denke ich zumindest. Keine Sorge, der Geist ist weg, der bringt dich nach Hause. Smetto macht sich schon Sorgen um dich. Okay. Ja, endlich können wir Wurmple nach Hause bringen. Ich frage mich nur, warum dieses Pokémon so wütend war. Am besten frage ich nachher Anton. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Vielen Dank für die Rettung von meinem Kind. Haben wir gern gemacht. Wir können noch nicht zulassen, dass Wurmple rast hat. Doch, können wir. Cool, ihr seid meine Helden. Wenn ich groß bin, will ich auch toll werden. Wow, der freut sich ja voll. Ich glaube, ich weiß jetzt sehr, dass Anton meiner, als er ein Retterteam bilden wollte. Lass uns zu mir nach Hause gehen, Shinox. Ah.
Flonk und Bisasam. Günther und Lord Ecke treffen sich jetzt mit ihnen. Geilo. Ich liebe diese Szene. Wer sind diese Pokémon? Ey, Junge! Fragezeichen, man! Der hat schon zugegeben, dass er das erste Kapitel wirklich gecopy-pastet hat. Und jetzt haben wir das schon wieder! Was ist denn los? Copy-paste forever! Wo bleibst du denn schon wieder, Lord Ecke? Du kommst doch immer zu spät, oder? Was ist diesmal deine Ausrede? Ja, auch erstmal guten Tag, Bisasam. Freut mich, dich zu treffen. Tut mir leid, aber es ging nicht schneller. Ich habe ein Pokémon bewusst bloß auf der Kreuzung gefunden und habe natürlich erstmal geholfen. Ich dachte, nach deiner Ausrede letzte Woche wird's nicht mehr schlimmer. Und dass du abtest, du hättest dich verlaufen. Du wohnst schon seit mehreren Jahren hier! Ja, ich weiß aber diesmal mal nicht ernst. Er sagt die Wahrheit. Von diesen Anführungszeichen ergeben hier keinen Sinn. Ich meine, natürlich, wenn man das als wörtliche Rede schreibt, aber nicht im Dialog. Seht ihr, ich habe die Wahrheit gesagt, das ist Günther. Du weißt doch, dass wir es eigentlich nicht so meinen. Naja, ich bin Bisasam. Und ich bin Florian, freut mich, dich kennenzulernen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe ein komisches Gefühl, als hätte ich ein Pokémon von dort oben schon mal gesehen. Soll ich? Nee, die sehen aus, als hätten sie gerade eine gute Zeit. Ich möchte sie nicht mit meinen Angelegenheiten nerven. Am besten gehe ich zu Antons Haus. Okay. Hier in der Stadt an sich hat sich nichts geändert. Ich probiere jetzt trotzdem auf den Hügel zu gehen und mit ihnen. Ich sollte sie jetzt nicht nerven. Ja, okay, so viel zu dem Thema. Ja? Also ich bin echt gespannt, wie viel von meiner Story hier wieder erzählt wird. Hier wohnt ja Anton, also. Anton, warum ist eigentlich Gengar so wütend auf dich? Weiß ich nicht. War damals unterwegs nach Silberdorf, als er mich plötzlich verfolgt hatte. Ich rannte weg und weil ich nicht wusste, was er von mir wollte. Sie wollten mich erledigen, aber ich weiß nicht wieso. Okay. Mach dir keine Sorgen, sei ich da bin, werde ich dich beschützen, versprochen. Okay, schaffst du nicht. Wo sind meine Manieren? Es ist Zeit für die beste Pyjama-Party der Welt. Die Party war so toll, dass sich niemand mehr daran erinnert. Vielleicht irgendwann in der Zukunft wird man es auf DeviantArt ablegen. Hast du da einen Account? Also, ich hab da theoretisch auch einen Account, aber ich uploade da nichts. Ich poste da nichts, ich bin da einfach, um mir was anzugucken. Günther, hörst du mich? Die Finsternis, du, Hoffnung. Günther, ist die Hoffnung der Finsternis? Nein! Fragezeichen, Mann, ich hoffe, das war als Gag eingebaut. Hä? Warum ist Günther da gerade links weggelaufen und darauf rechts sieht genau? Ach, jetzt kommt er da rein. Guten Morgen, da hast du gut geschlafen. Warum sehen alle Räume hier so gleich aus? Alter, ich glaube langsam echt das Hauptspiel erzählt meine gesamte Story wieder. Ich entschied mich dazu, ihn zu fragen, was es mit dem Aufsicht hatte, das ich gesehen hatte. Im Traum, eigentlich kann das, naja, vielleicht soll ich dir erstmal was über die Ausbreitung der Dunkelheit erzählen. Wie du vielleicht bemerkst, ist es sehr lange dunkel und sehr kurz hell im Verlauf eines Tages. Schuld daran ist ein Pokémon namens Nekrosma. Er ist ein legendäres Pokémon, das Licht kontrollieren kann. Seit es in unserer Region auch... Rippig! Fragezeichen, man! Hier ist ein Rechtschreibfehler. Und weil du das aus meinem Text gecopy-pastet hast, fällt das jetzt noch mehr auf. Seid mit T. Breitet sich die Dunkelheit mehr und mehr aus. Wenn das Licht komplett verschwindet, dann werden alle Pflanzen aussterben und somit gäbe es keinen Sauerstoff mehr. Kurz, es wäre das Ende der Welt. Und das Problem ist, dass niemand Nekrosmas Macht gewachsen ist. Nur ein einziges Pokémon hatte im Kampf jemals einen Hauch einer Chance, verlor letztendlich aber trotzdem. Seitdem sucht es nach einem Pokémon, das ihm helfen kann. Nekrosma zu bekämpfen. Der Name dieses Pokémon ist Latias. Vermutlich hat sie im Traum zu dir gesprochen. Das Problem ist, dass niemand weiß, wo sie sich befindet. Ich dachte über das nach... Sprachenlernbubble. Ich dachte über das nach, was Lord Ecke gesagt hatte. Ich verstand nun endlich, was meine Aufgabe in dieser Welt war. Ich wusste, ich müsse Latias finden und Nekrosma aufhalten. Nun verstand ich nicht, weshalb Latias gerade mich ausgewählt hat und nicht Lord Ecke. Schließlich hatte er bereits einmal die Welt gerettet.
Aber das Wichtigste war, dass ich diese Aufgabe nicht vernachlässigte. Ich wusste nicht, weshalb Latias mich ausgewählt hatte, aber ich wusste, es würde einen Grund geben und ich wollte sie nicht enttäuschen. Wieder da. Jetzt mal ernst, ich habe langsam das Gefühl, dass das hier meine ganze Story nacherzählen wird. So, safe. Ist alles okay? Ja. Alles prima. Hey, weiß jemand was von einem Pokémon namens Latias? Ja, Günther fragt in der Gegend rum. Ich lass dich sicher nicht diese Geschichte ändern. Trotzdem danke für die Hilfe, Anton. Günther, warte. Ich bin einfach durch Günther durchgerannt. Bin ich etwa ein Geist? Anton, sag mir, dass du es gesehen hast. Was denn? Du hast fast Günther ausgehauen. Ja, es war lustig, als du ausgerutscht bist. Okay. Irgendjemand oder irgendetwas wollte verhindern, dass ich mit ihm rede. Und was ist jetzt los? Mit dir kann ich nicht mehr reden. Von keiner Seite. Was muss ich machen? Was muss ich denn machen? Jetzt mal im Ernst. Hierhin? Du kannst nicht die Geschichte verändern, selbst wenn du es noch so hartnäckig versuchst. Wer war das? Sollte sie nicht nerven? Ja, und wie geht's dann weiter? Übrigens will ich nochmal hier kleine Probleme anmerken. Wenn wir hier gerade in meiner ersten Story sind, währenddessen kann Latios eigentlich gar nicht hier sein. Weil der kommt ja erst aus storywichtigen Gründen in der zweiten Geschichte vor. Jetzt mal im Ernst, was muss ich jetzt machen? Es spielt ja nicht immer Musik. Mit den meisten kann ich nur mal reden. Günther und Lord Ecke darf ich aber nicht ansprechen und Anton auch nicht. Soll ich wieder ins Haus? Anton geht immer noch nix. Hä? Jetzt mal for real, was soll ich machen? Hilfe! Ich save lieber mal. Aber nicht so nah an dem Punkt da oben. Hier im Gebäude kann ich ganz normal rein. Günther und Lord Ecke kann ich nichts machen. Alter, und ob du sie nerven solltest? Ich glaube, ich muss mal wieder hoffen, dass Fragezeichen-Man online ist. Random NPCs werden mir nicht weiterhelfen, denke ich. Ja, ich frag mal. So, neuer Tag, neues Glück. Gestern hab ich's nicht mehr rausgefunden. Ich hab gefühlt den ganzen Nachmittag lang nur rumprobiert, wie ich irgendwie weiterkommen kann. Es ist nichts passiert. Alter, ich lerne aus meinen Fehlern. Ich hab den Nachmittag damit verwendet, jeden NPC in der ganzen Stadt von jeder Seite anzusprechen. Ich hab die Zeit auch verwendet, um mal ein paar Beeren zu kaufen, Zienel und Dings Paralyse heilen, die hier bei Radfratz. Ich habe auch alles versucht, um hier irgendwie was zu machen. Ich kann immer noch nicht die Geschichte verändern. Ich sag euch, ich habe alles probiert, den ganzen Tag. Fragezeichen, man ist erst spät abends online gekommen. Ich habe alles probiert.
Sorry für den Absturz. Ich habe alles probiert. Außer dieses Schild zu lesen, das letztes Mal nicht funktioniert hat. Hä, was ist das? Das ist ein Jobbrett, oh was? In dem kommen Aufträge. Erinnerst du dich, wie wir Wampel gerettet haben? Ja. Auf jeden Fall, hier gibt es Jobs, die wir auch tun können und dafür kriegen wir dann eine Belohnung. Raupi-Brief, Dragon Joke, EP-Teiler, Unwesen von Nachtara. Ich hab mich bei meinen Geschäften in diesem Dungeon verirrt, bitte rechnet. Wieder Nightwood. Nightwood is lame. Okay, Leute, ich darf hier jetzt wieder 5 Stunden gegen absolut schwach Rotz kämpfen, der mir eh nichts kann. Ich bin ganz konsequent, wenn ich in eine Sackgasse laufe, dann nehme ich halt die Wand, um zum Ziel zu kommen. Ja. Man kann hier überall laufen. Ich muss offensichtlich nach ganz unten auf die 7. Ebene. Und das ist halt schon auch toll. Vor allem die andere, vor allem ich irgendwie, ich kenne Fragezeichen. Tut mir jetzt leid, dass ich das so sagen muss, aber gute Erfahrungen habe ich jetzt in den letzten Tagen halt nicht mit diesem Spiel gemacht. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, weil ich das Spiel kenne, dass alle Missionen hier in dem Dungeon ausgetragen werden. Das halte ich keinesfalls irgendwie für ausgeschlossen oder so. Ich sollte mir vielleicht zumindest mal ein paar Items einpacken. Ich glaube, ich habe nämlich irgendwie Beleber sowas überhaupt nicht. Und ich weiß, ein, zwei Gegner würden für ein Level abreichen, aber ich scheiße drauf. Das glaubt ihr ja nicht, wie sehr ich darauf scheiße. Ich glaube, Beleber habe ich wirklich außerdem einen sitzen, oder? Ich könnte ja auch mal gucken, wie es um meinen Itemvorrat steht, die TMs. Ah doch, Beleber habe ich 5 Stück. Nein. Um euch das mal zu zeigen. Das habe ich gekauft. Ach, war doch... Giftteilung, oder? Ja doch, Piersifbeere ist Gift, wenn ich gar nicht blöd bin. Hier gibt's nichts zu... Hä? Hätte ich Raupi irgendwo finden müssen? Ja, ich musste mal wie... Hallo? Danke. Ich musste mal wieder Fragezeichen anschreiben. Man kann sich ja keine Ahnung gehabt. Ich habe jetzt rausgefunden, ich hab leider erst auf Ebene 3 gefragt. Raupi findet man auf Ebene 2, wo er anscheinend irgendwo rumrennt. Ich bin da wieder auf Ebene 1. Jetzt nicht mehr. Wo ist er? Wo ist Raupi jetzt? Fragezeichen hat eindeutig gesagt Ebene 2, also denke ich auch auf der 2. Ebene. Ja. Da steht der Keck. Gott.
ein schöner Blitz tot. So, raus für ein Level, das war so ziemlich der Plan hier. Funkensprung. Ich denke irgendwie nicht, dass ich das brauche. Wie stark ist denn das genau? Ist halt physisch. Aber nee, ich sehe keinen Sinn dafür. So, Raupi. Muss man eigentlich jetzt alle von diesen Missionen machen? Schon wieder! Die Encounter-Rate hier ist so dreckig. Und ich stelle bei der nächsten Mission auf jeden Fall Enter nach vorne. Das Ding soll vielleicht auch mal Level kriegen. Hurra, du hast mich gefunden. Soll ich jetzt die anderen Jobs auch noch machen? Dragon Joke EP Tyler. Hilfe, mein Wald ist allerdings. Boah, danke, ich dachte, niemand wird die Mission annehmen. Kein Problem, was ist genau passiert? Mein EP-Teiler wurde vorne. Och, halt doch die. Die Spast, die Team Spast. Du weißt es nicht. Team Spast ist ein Rettungsteam, was aus ehemaligen Dienen sind und nun jagen sie Schätze. Und ich kann mir nicht erklären, was sie mit dem EP-Teiler wollen, wo die eh schon so stark sind. Ich verstehe es auch nicht, auf jeden Fall helft mir. Ich wusste, ihr würdet mich ablehnen. Ah, hab für die Mission offensichtlich einen Glumanda. Cool. Lass mich raten, ich werde jetzt wieder einmal durch den ganzen Dungeon rennen, in der Hoffnung, dass sie im letzten Raum warten. Und dann stehen sie irgendwo auf Ebene 4 oder 5 einfach in der Gegend rum. Und ich sagte... gerade ja schon. Welches Level hat ein Glumanda? 9, okay. Anton darf's auch mal vor. Shinux ist schon leicht höher gelevelt. So, erster Auftritt. Mit Siedewasser dürftest du ja auch nicht so große Probleme bekommen. Ja, Bonnie ist schneller. Krasse Animation. Ich weiß, das war wieder sehr nett. Ja, viel Erfahrung. Ich habe halt die Befürchtung, dass Anton hier im letzten Kampf auch nicht reißen kann. Ja, überleg grad, soll ich einen Dungeon cutten? Ist jetzt nicht so, als ob hier irgendwas Hochinteressantes passiert. Ich meine, ich bekämpfe jetzt wilde Pokémon. Krass. Momentan kriegt ein paar Level. Aber solange ich heute endlich mal wieder was erreiche, bin ich zufrieden. Alter, waren das gerade zwei Encounter innerhalb von drei Schritten? Wird immer noch ein Two-Hit sein, diesmal werde ich es mir aber auf jeden Fall leisten können, als zweites einen Kratzer zu nutzen. Okay, ohne den Burn wäre das gar nicht so geworden. Ohne den Burn hätte ich es mir hätte ich zumindest nicht riskiert. So, Taubsi ist raus. Mit nicht gerade viel Erfahrung. Weiter. Alter. Spaß im Dungeon. Und bei der Folgenlänge sollte ich mich vergessen.
Ey, nee, wisst ihr was? Ihr kriegt halt eine längere Folge, weil ich bin Mensch, ich nehme eine halbe Stunde am Tag eigentlich auf und... Aha. Wenn ich jetzt hier einen Cut dann setzen würde nach 17 Minuten für eine halbstündige Folge, hätte ich ja schon wieder... Tut mir leid, die Tür ist zu, muss erst ein Schlüssel zu. Ich brenne sie nieder. Ey, jetzt muss ich meinen Schlüssel setzen. Okay, hier gibt es noch ein Counter. Ich wollte gucken, ob hier vielleicht an der Seite immer. Okay, an. Level 1. Level 1. Okay. Das ist nicht gerade genug Erfahrungspunkte für effektives Leveln. Ich würde sagen, ich hau einfach nochmal Snowbeere nutzen auf Enter und geben auch Enter und nochmal geben auf Shinox. Glumanda, dich mag ich nicht. Und die wilden Pokémon sind nervig. Ein Level 2 Schnäppchen, Alter. Kriegt heute halt mal eine 45-Minuten-Folge. Seid ihr auch gewohnt durch sowas wie Lost Worlds oder Pixelmatch? Das sollte eigentlich nicht so angeekelt klingen, wie es geklungen hat. Bläh. Pixelmatch. Bläh. Hä? Geh jetzt einfach weiter? Willst du mich verarschen? Ich dachte, hier wartet jetzt der Bosskampf auf mich, den ich hier erwarte. Ja, Schnäppchen ist los. Bruder muss Schnäppchen. Ah, hier sind sie. Ein Glück, dass niemand weiß, dass unser Geheimversteck hier ist. Hey, lang nicht gesehen. Warte, was? Wie könnt ihr es wagen, in unser Versteck einzubrechen? Das war unser Spezialgebiet. Warum steht das Snibuna? Ja, wir werden es krass bereuen, hier eingebrochen zu sein. Warum habe ich einfach nochmal geheilt, dass es hier einen Safe Point gibt, hätte ich mir auch denken können. Jetzt ist die Frage, wird Arbok den Lead über... So oder so, ich glaube, ist besser. Obwohl, nee. Nee, ich lasse einfach Anton vorne. Das Bild toll ausgeschnitten. Ehemalige liebe Team Spasti. Wirklich Snibuna als erstes? Musik sagt mir nichts. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht so gut. Ja, Anton hat nicht so eine... Siehe Chance. Sache ist halt die, ich will auch nicht wechseln. Wird aber auch gar nicht nötig sein, weil das Ding selber dafür sorgt, dass es verliert. Ja, kannst mich jetzt ruhig nochmal angreifen. Sache ist nur die. Dein Angriff ist halbiert, du wirst mich nicht töten können. Ja, schön, als ob ich irgendwas anderes machen würde. Okay, Snibuna ist raus. Sehr schöner Fahrer. Och Gott, nein. Shinox hat mit 300 ja schon 3 Level bekommen, als er schon auf 9 war. Wir gehen hier jetzt bestimmt auf
10 oder 11. Na kurz, Headset so lange ab, das belastet die Ohren. Aquaknarre. Nee, ich hab Siedewasser. Und genau deswegen wollte ich auf jeden Fall, dass Anton überlebt, damit es mal leveltechnisch aufholt. Pion Draghi also als letztes. Ja, ich werde wechseln. Und zwar auf Shinox. Anton kann ich noch sehr gut gebrauchen, den Pion Draghi mit seiner Wasserschwäche. Und ich glaube, Fragezeichen, nein, hat nicht mit Level 13 an dieser Stelle geplant. Und, das ist ein One-Hit. Ja. Tschüss. Ja, okay, das bringt aber auch nicht so viel. Ja, das geht wieder auf Entons Kappe. Stimmt, das ist eigentlich nur Level 9. Ja, ich habe erwartet, das macht mehr. Blumanda, du bist übrigens nutzlos. Gegen Dima hätte man es nutzen können, aber nur Level 5. Musik bleibe ich bei, nicht so toll. Die Musikauswahl bisher fand ich eigentlich schon ziemlich cool, aber diesmal könnte mir auf jeden Fall coolere vorstellen. Wow. Also, du wirst mich jetzt fertig machen. Oh, gewonnen. Die letzte Mission werde ich heute, denke ich, auch noch schaffen. Als ich bin Level. Warum seid ihr so krass? Ihr seid einfach scheiße. Punkt. Geheimversteck, Alter. Wie? Was wollt ihr überhaupt? Ich will den EP-Taler wieder. Du warst doch der, der uns rausgefordert hat. Ist das wahr? Ja, so ist Niederlagen einstecken und zuzugeben. Ja, das heißt, die ganze Sache war umsonst. Nicht wirklich, wir haben noch einen EP-Taler. Okay, können wir ihn dann wieder haben? Nee. Gibst du es bitte zurück, das wäre mir wichtig. Nein! Was sollen wir jetzt tun? Wir können, wenn ihr wollt, auch in Silberdorf allen erzählen, wo euer Geheimversteck ist, ne? Okay. Vielen Dank, dass du mir den P-Teiler wiedergebracht hast. Der gehört an mich ein Freund von mir. Ich hab dann das Ding in einem Wettkampf verloren, damit ich stärker werde. Deswegen wolltest du ihn unbedingt zurückhaben. Alter, Mann, bist du schon Arschloch? Eigentlich ist das übel. Ich würde dem gegenüber nicht so reagieren. Warte, was ist mit der Belohnung? Sie haben mir aus Versehen 2 EP-Teiler gegeben. Ist klar. Ja, jetzt hat die Pinte, die überhaupt nichts bringen. EP-Teiler. Warte, den finde ich schneller, wenn ich hier lang. Ach, das Lumanda bleibt jetzt im Team. Letzte Mission ist. Wald halt immer nach Tara, nach dem Mond an. Niemand weiß warum. Kann ihm bitte mal jemand das Maul stopfen, damit ich in Ruhe schlafe? Alles klar.
Hallo, seid ihr das Retterteam, das dem Tara das Maul stopfen will? Ja, sieht so aus, wo finden wir es denn? Auf Ebene 8? Es gibt eine 8. Ebene? Ja, aber sie ist gut versteckt. Man kann nur, wenn man gut springen kann, hinkommen. Das musst du wohl allein schaffen, Shinux. Gut springen, ernsthaft, so als wäre ich beweglich. Anton, du kannst doch auch einfach raufklettern. Oh, Wenn das alles abgeklärt ist, können wir loslegen. Ich muss unbedingt Leute finden, der weiß sicher, wo nahe hier ist und wie wir nach Hause kommen können. Ich denke mal, nee, Vulpix hat dir ja auch gezeigt, wenn es im Team wäre, war Alola Vulpix übrigens offensichtlich. So dürfte der Dungeon übrigens weitergehen. Okay, erster Encounter. Bekämpfen werde ich ihn jetzt nicht gerade. Gleich werde ich eh noch Naktara bekämpfen. Ich meine, das ist relativ offensichtlich. Okay, Ebene 5 habe ich ziemlich schnell erreicht und hab was im Auge. Komm, Glumanda, geh mal vor. Ich hoffe nur, dass hier die Treppe jetzt nicht so schwer zu finden ist. Ich denke, Glumanda kann sich ja auch mal in zwei Zügen vornehmen. Was erwarte ich eigentlich außer dem schlechtest möglichen Moveset? Und gleichzeitig genau im Selbst, dass das Glurak im Fragezeichen Man Story hatte. Okay, vergiss es, ich kämpfe hier nicht mehr gegen jede Pokémon, das ist nicht wert. Und das sieht man ja. Das ist nicht wert. Anton, leck mich. Anton will ich offensichtlich blöd dastehen lassen. Nee, ich kämpfe nicht mehr gegen jeden Pokémon. Das ist nicht wert. Anton Reach, Leute. Okay, die Dinger schon noch, weil die sind One-Hit. Das ist dann ja kein Problem. Das ist einfach Free XP. Und zwar nicht gerade viel Free XP. Hier ist die Treppe. Es war so klar, dass noch ein Encounter kommt geben. Die Encounter-Rate hätte echt nicht so hoch sein müssen. Wäre halt besser, wenn es funktionieren könnte, ein Mystery Dungeon Kampfsystem Ebene 7. Endlich hast du auf meinen Schrei reagiert, sag. Du hast gehört, um mich zu rufen? Nein, ich fand das eine gute Idee, ne? Ja. Leute, ja. Das ist nicht Nagi. Was redest du da? Nein, hier sind kein. Ja, aber kein Shiny. Er hat sich aus Versehen angemalt. Willst du mich verarschen? Warum glaubst du das nicht? Schließlich hast du auch eine andere Farbe als normales Bluepix. Okay, er hat eine Gehirnwäsche. Kämpfen wir. Okay. Habe er Elix? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Ja, irgendein Shiny Kanimalien. Für gegen Naktara. Ich stelle einfach Shinux an die Spitze und pumpe sie alle mit einem überlevelt sein in die Hölle. Und natürlich ein bisschen Donnerblitz. Kanimani, kannst du bitte liegen? Jetzt hast du es geschafft, wenn ihr euch mit eingemischt hält. Wer seid ihr und was wollt ihr? Freiwillig nix, wir sind nur da am Shinux aufzeigen. Nicht aufhalten? Aber warum? Wüsste ich auch selber gerne. Er ist einfach weg. Wir müssen hier raus, wir stürzt gleich alles. Okay, guter Kampf. Hä, hab ich jetzt irgendwie einen Kampf geskippt? Hab ich irgendwas geskippt, ohne es zu wollen? Ich glaube, ich habe gerade einen Bosskampf geskippt. Haben wir gern gemacht. Tut mir leid, dass ich auf Nagel reingefallen bin. Ich wollte nur meine Freunde finden. Dafür war mir jedes Mittel recht. Wie meinst du das, als ich hier ankam? Ihr wisst's nicht, hat Sakura uns nicht erzählt, dass ich aus einer anderen Stadt komme. Nein, das habe ich ihnen noch nicht erzählt. Leute, wir können ihnen nicht erzählen, dass wir Menschen sind. In jedem Mystery Dungeon Teil werden wir dann gejagt. Willst du wirklich gejagt werden? Stimmt eigentlich nicht, nur in einem einzigen Teil wird man dann gejagt. Die sind komisch. Ja, immer hier ist eure Belohnung. Psychokinese? Kann Anton das?
Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Missionen beendet und nun genießt du die Pokémon, die du gerettet hast. Herumlaufen zu sehen in Silberdorf. Außerdem hast du den Normalrang bekommen. Klasse. Geht die Story dann auch weiter? Das wäre mir nämlich noch mal eine Ecke wichtiger. Mann, was für ein Tag, ich sollte mich erstmal hinlegen. Oh, anscheinend ist Anton schon drin. Der steht zwar neben dir, aber egal. Na klar kann ich Shinex fangen, ich bringe ihn dir das Mail. Dieses Bild! Hä, was? Ich hau am besten einfach ab. Hier stimmt irgendwas nicht. Anton war neben dir, jetzt bin ich hier doch im Haus. Hä? Warte, was soll ich jetzt machen? Also, ich kann ja nicht mehr zurück. Okay, er kann nicht mehr zurück und geht erstmal zurück. What the fuck? Hä? Ich merk schon. Übrigens steht Anton hier. Wo soll ich hin? Ey, Günther, Lodecke, seid ihr zufällig gerade hier? Du kannst die Geschichte immer noch nicht ändern. Ich sollte sie nicht nerven. Wisst ihr, wenn ihr wüsstet, wie oft ich diesen scheiß Call gestern gelesen habe. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich das gestern gehört habe. Ja, ich würde jetzt gern nochmal wissen, was ich machen soll. Ich muss ja offensichtlich weg von hier. Davor? Okay. Willst du Silberdorf verlassen? Was ist, wenn ich das jetzt auf die nächste Folge verschiebe? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Übrigens weiß ich nicht, wann ihr das sehen werdet. Pixelmatch ist offensichtlich im Urlaub momentan. Yay.